Hallo und herzlich willkommen, liebe Trader und Traderinnen, zur Trading-Wochenanalyse der Kalenderwoche 20 hier auf dem Kanal von JFD Brokers. Die Handelstage 14.05. bis 18.05. um die geht es hier und ich möchte auf die Märkte DAX, Dow, Euro und Gold eingehen. Hier schauen, wie ist das Big Picture, was könnte hier in der kommenden Handelswoche gegebenenfalls passieren, beziehungsweise welche Kerntendenzen könnten hier eintreten über bzw. unter bestimmten Levels. Vorab aber der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch, achtet prinzipiell darauf, dass ihr mit Stops arbeitet, dass ihr eure Position an euer Trading anpasst und dass all das, was ich hier sage, auch wenn ich vielleicht das ein oder andere Setup formuliere, definitiv keine Handelsempfehlung ist, sondern ihr jeden Gedanken hier definitiv durchdenken solltet, ob es überhaupt zu eurem Trading passt, zu eurem Risikobewusstsein passt und das hier lediglich als kleine Informationsquelle nutzt. Wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading und zum Broker beantwortet bekommen. Ganz wichtig auch zu beachten, dass unten in der Videobeschreibung die entsprechenden Märkte, über die ich hier spreche, dann stehen dahinter eine Uhrzeit. Wenn ihr zum Beispiel die Analyse des DAXes und des DAOs hier gar nicht schauen wollt, sondern primär vielleicht über den Euro oder übers Gold euch informieren wollt, dann könnt ihr hier unten einfach auf die Uhrzeiten hinter den entsprechenden Märkten klicken und dann kommt ihr im Video direkt zu der Analyse des jeweiligen Marktes. Bevor ich loslege mit dem DAX, dann erstmal der Blick auf die Fundamentals der kommenden Handelswoche. Da kommt nicht so viel. Am Dienstag hier aus den USA um 14.30 Uhr Einzelhandelsumsätze ex Autos. Ich sag mal, generell war in den vergangenen Wochen selbst die Fed-Zinsentscheidung, selbst die Non-Farm-Payrolls keine großen Wirtschaftszahlen, die den Markt hier gravierend bewegt haben. Somit sollte auch hier in der kommenden Woche 14.30 Uhr, wie gesagt, am Dienstag Einzelhandelsumsätze, am Mittwoch, den 16. Mai, dann hier aus Deutschland um 9 Uhr harmonisierter Verbraucherpreisindex, beziehungsweise aus der Eurozone um 11 Uhr auch der Verbraucherpreisindex. Das sind eigentlich so die Zahlen, die hier die Märkte, wenn überhaupt, vielleicht leicht bewegen könnte. Nichtsdestotrotz sollte man um diese Uhrzeiten etwas vorsichtiger sein und vielleicht nicht 2-3 Minuten vorher hier Positionen eingehen, sondern dann lieber warten, bis diese entsprechenden Zahlen durch sind. Starten wir mit dem DAX. Ich habe hier das große Bild mal zusammengeschoben, den 4-Stunden-Chart. Und wir sehen, Moment, ich suche mal meine Maus. Wir sehen in den letzten Wochen hier einen wunderbaren Aufwärtstrend. Wir wissen das alle und wir wissen auch, dass der Markt sich hier in einem sehr, sehr wichtigen Bereich aufhält. Ich fange mal an, das einzuzeichnen, dass wir hier im Bereich von 13.000 aktuell rangieren. Und wir sehen, dass auch in der Vergangenheit dieser Bereich nicht so unwichtig war. Also wir hatten auch in der vergangenen Wochenanalyse dann gesagt, beziehungsweise ich hatte hier erstmal auf die 13.000 geschielt, hatte dann auch schon auf dem Schirm, dass der Markt hier im 850er Bereich es gegebenenfalls schon etwas schwer haben könnte. Der Markt sich trotzdem eben weiter sauber nach oben gearbeitet mit etwas Schwunglosigkeit, denn immer wenn neue Hochs ausgebaut worden sind, ist der Markt relativ schnell auch wieder leicht zurückgekommen. Also der richtig schöne, starke Tag, wo der Markt wirklich um mehrere 100 Punkte hier irgendwo stieg, der ist nicht eingetreten und somit war sowieso auch mein Ziel, dass der Markt realistisch in den 13.000er Bereich hier pushen könnte und somit war auch der Freitagsschlusskurs in diesem 13.000er Bereich und es bleibt jetzt wichtig, dieser Bereich bleibt definitiv wichtig, er könnte definitiv zu einer leichten Konsolidierung führen und prinzipiell wäre auch meine Herangehensweise der Gedanke, dass der Markt, selbst wenn wir hier leicht Richtung, Moment, das sollte jetzt ein Pfeil werden, leicht Richtung 12.900 nochmal zurückgelaufen, dass trotzdem das Chartbild ja weiter sauber long bleibt und dass für die kommende Handelswoche definitiv hier auch der 13.200er Bereich nicht unrealistisch ist für die Aufwärtsseite. Denn wir schauen ja gleich auch auf den Dow Jones, der ist ja charttechnisch auch erstmal stark. Da ist auf der Aufwärtsseite auch erstmal noch ein bisschen Luft zu den nächsten markanten Widerstandsbereichen und somit ist es ja auch durchaus denkbar, dass der DAX sich weiter langsam nach oben arbeitet. Aber man sieht hier wirklich aus dem Jahr 2017, Ende 2017, dass hier doch diverse Widerstände durch diese Seitwärtszone hier eben auf der Aufwärtsseite kommen und es somit eben denkbar ist, dass der Markt zwar sukzessive neue Hochs ausbaut, aber eben hier immer mal wieder zurückkommt. Somit, wie in der vergangenen Woche, ist definitiv interessant, ist oberhalb von 12.900 nach Long-Einstieg in Aussicht oder Ausschau zu halten, wenn der Markt eben leicht zurückkommt. Und auch diese Herangehensweise in leichte Konsolidierung reinzukaufen, war in der vergangenen Woche eben keine so schlechte Idee und man konnte hier interessante Gewinne im DAX,
im Dow Jones, im S&P umsetzen, denn der Markt ist eben tendenziell auf der Aufwärtsseite unterwegs und somit wäre hier der Gedanke, oberhalb von 12.900 in weiter nach diesen Long-Einstiegen Aussicht zu halten und das werde ich dann auch in den entsprechenden Livestreams immer erstmal versuchen. Sollten wir so jedoch unter 12.900 rutschen, dann wird es mit Vorsicht gesagt wahrscheinlicher, dass wir doch gegebenenfalls hier vielleicht eine etwas größere Konsolidierung ausbauen. Ich weiß oder wir wissen, dass hier im Bereich 850 und 800 auch diverse Unterstützungen kommen, aber es im übergeordneten Bild auch denkbar ist, dass der Markt hier durchaus Potenzial hätte, eventuell in den 12.650er Bereich zu kommen, denn das war ein sehr, sehr, sehr wichtiges Level, wo der Markt dann eben vorletzte Woche nach oben ausgebrochen ist. Also das übergeordnet definitiv auch noch denkbar. Somit hier unter 900 erstmal mit Vorsicht den Markt anschauen, ob es vielleicht denkbar ist, trotzdem mit einem antizyklischen Gedanken hier die Abwärtsseite mal zu handeln, mit dem Gedanken, dass sich vielleicht der ein oder andere Abwärtstag hier mal einstellt. Aber auch das müssen wir dann von Tag zu Tag entscheiden, denn aus aktueller Sicht ist der Markt ganz klar long tendierend und ganz klar mit der Möglichkeit behaftet, hier weitere Hochs auszubauen. Und wir können das Bild hier auch gerne noch mal ein bisschen zusammenschieben und wir sehen, wie sauber der Markt wirklich nach oben lief. Konsolidierung, weiterer Schub nach oben, Konsolidierung, weiterer Schub nach oben und wir sehen eben, dass die vergangene Handelswoche sauber auf der Aufwärtsseite hier performt hat, dass auch die Woche zuvor hier sauber auf der Aufwärtsseite vollzogen wurde. Und somit wir natürlich erstmal hier noch stark auf der Aufwärtsseite sind und wenn man sich hier das Bild etwas genauer anschaut, dann sollte hier auf jeden Fall zum einen oberhalb des 12.900er Bereiches, aber auch hier des 930er Bereiches in etwa der nächste oder ein wichtiges Unterstützungsniveau sein. Somit, wenn der Markt hier etwas leicht zurückkommt, vielleicht am Montag dann schon mal auf die Aufwärtsseite hier springen, beziehungsweise wenn wir in Richtung 900 laufen, ebenfalls hier an die Aufwärtsseite denken. Sollten wir etwas höher eröffnen, wie es in der vergangenen Handelswoche dann auch war, dass der Eröffnungskurs zum Montag schon etwas höher ist, hier um 8 Uhr, dann muss man mal schauen, ob sich vielleicht relativ zeitig direkt um 8 oder 9 hier neue Bewegungshochs ausbauen und dann der Markt eben gegebenenfalls vielleicht gleich wieder zurückkommt, wo ich in der vergangenen Handelswoche dann auch des Öfteren mal antizyklisch die Abwärtsseite gehandelt habe. Und das Bild, was wir hier aktuell sehen, wir können es mal ein bisschen dicker machen und nochmal im Orange, dass man eben Aufwärtskonsolidierung, aufwärts und immer wieder zwischendurch, man sieht das hier im 4-Stunden-Chart gar nicht so genau, aber immer mal wieder Rücksetzer kamen, die dann durchaus auch mal 50, 60, 70 Punkte groß waren. Und im Daytrading versucht man natürlich nicht nur zwingend prozyklisch zu handeln, sondern auch immer mal wieder hier die Gegenbewegungen, weil es gibt eben den einen oder anderen Tag, da verpasst man zum Beispiel die Aufwärtsbewegung und dann ist es gar nicht so uninteressant, an entsprechenden Widerstandsniveaus dann auch mal die Abwärtsseite zu versuchen, wobei ich zugeben muss, dass ich in der vergangenen Handelswoche wirklich mit der Aufwärtsseite mein Geld verdient habe und die Abwärtsüberlegungen zwar prinzipiell auch teilweise mal ganz gut aufgegangen sind, aber das große Geld, gerade im Dow Jones, wurde hier auf der Aufwärtsseite verdient und somit bin ich hier auch erstmal oberhalb von 12.900 weiter für die Long-Seite und weiter mit dem Gedanken, dass wir Richtung 13.100, 13.150 laufen könnten und ganz übergeordnet dann eben, wie gesagt, der 13.200er Bereich auf der Aufwärtsseite durchaus realistisch für die kommende Handelswoche ist. Gehen wir zum Dow Jones und da sieht das Bild ähnlich aus. Wir sind in der vergangenen Woche dann endlich mal auf der Aufwärtsseite ausgebrochen. Der Bereich 24.440 in etwa war hier ein extrem wichtiges Niveau, was ich dann auch immer wieder angesprochen habe. Das ist in etwa, ich zeichne es mal ein, in etwa dieser Bereich hier, wo der Markt dann endlich mal ausgebrochen ist auf der Aufwärtsseite, somit das charttechnische Bild sich für den Dow Jones dann auch endlich erstmal wieder Richtung Long-Seite verschoben hat und hier eben Käufe definitiv auch wirklich interessant waren in der vergangenen Handelswoche und ich hier, das hatte ich dann auch in den Livestreams gezeigt, auch ganz gut hier die Aufwärtsseite erwischen konnte. Wir sind jetzt an einem sehr wichtigen Niveau, dem Bereich 24.860, das war hier vorne, Moment, das sollte ein Kreis werden. Wir waren in diesem Bereich schon mal, wo wir aktuell sind, dann ist der Markt eben doch aus diesem Bereich wieder weit nach unten weggebrochen, bevor wir jetzt wieder diese Rallye nach oben gesehen haben und wir sind jetzt aktuell erneut in diesem Bereich. Somit wird es definitiv interessant, sollten wir relativ zügig über 24.860 laufen, beziehungsweise auch schon jetzt eben langsam die Long-Tendenz hier wieder einläuten, dann ist es relativ zügig denkbar, dass der 25.000er Bereich erreicht werden kann. Das sind die nächsten oder das ist das nächste Widerstandsniveau, was hier durchaus noch realistisch mit dieser Aufwärtsbewegung erreicht werden könnte.
Aber auch hier mit dem Gedanken, dass wir nach dieser starken Rallye, die wir hier auch im Dow Jones gesehen haben und die wir in einer ähnlichen Ausprägung eigentlich schon lange nicht mehr gesehen haben, dass jetzt übergeordnet auch hier definitiv mal eine Konsolidierung denkbar ist. Das bedeutet nicht, auch im DAX vorher nicht, dass das eintritt. Aber ich habe es auf jeden Fall im Hinterkopf. Und wenn hier mal so ein paar Anzeichen kommen, dass die Stärke wirklich nachlässt, dass vielleicht auch mal so ein bisschen Momentum auf der Abwärtsseite einsetzt, dann ist es hier ebenfalls denkbar, dass eine etwas stärkere Konsolidierung in den Bereich 24.440 einsetzt. Das war dieses Niveau, wo wir auf der Aufwärtsseite ausgebrochen sind. Und rein charttechnisch ist es nicht selten, dass diese Bereiche dann gerne nochmal getestet werden, um dann erstmal prinzipiell auch wieder in Richtung Long zu tendieren und dann vielleicht später in den 25.000er Bereich laufen. Also mal gucken, was hier gerade am Montag passiert, für welche Seite sich der Markt entscheidet, und dann ist 25.000 durchaus denkbar. Und wenn der Markt weiterhin stark ist, dann ist es auch ebenfalls denkbar, dass wir hier noch weitere Hochs ausbauen. 25.300 kommt hier das nächste Widerstandsniveau, wo der Markt definitiv hinlaufen könnte. Sollte der Markt jedoch unter 24.430, 24.440 rutschen, dann kann es auch sein, dass wir hier erstmal etwas stärker auf der Abwärtsseite pushen. Bedeutet dann auch im DAX, dass sich hier eher die Abwärts-Setups erstmal durchsetzen, und wenn wir dort eben entsprechend abrutschen, dann auch es denkbar ist, dass hier Momentum auf der Abwärtsseite einsetzt, so wie wir es einfach mal dieses Jahr schon des Öfteren gesehen haben, dass sich dann relativ zügig mit starkem Momentum dann auf einmal die Abwärtsseite wieder durchsetzt. Ja, und wir dürfen hier nicht vergessen, wir sind aus dem Tiefbereich 23.500, 23.400 hier unten, sind wir jetzt in den 24.800er 24.900er Bereich gelaufen. Das sind über 1000 Punkte, fast in einem Zug. Also das ist schon eine ganz schöne Strecke, und wie gesagt, wenn man das mit der Vergangenheit vergleicht, dann ist danach immer mal wenigstens so ein bisschen eine Konsolidierung gekommen, beziehungsweise in der Vergangenheit dann auch immer wieder erstmal ein Trendwechsel mit teilweise neuen Tiefs, und somit müssen wir hier ein bisschen vorsichtig sein, und ich würde hier definitiv aktuell mit der Aufwärtsseite erstmal so ein bisschen vorsichtig sein, ja, und schauen, ob hier wirklich wenigstens mal so ein bisschen Konsolidierung eintritt, um dann hier den Markt gegebenenfalls zu kaufen. Und wenn man verkauft, das erstmal bis 24.440 dann hier auf jeden Fall antizyklisch betrachtet und nicht eben mit vollem Rohr hier eben sofort auf die Abwärtsseite hauen und shorten. Auch hier aufs Trade-Feedback schauen, wenn eben solch ein Abwärtstrade funktioniert, dann kann man es gerne nochmal tun. Aber wenn man merkt, dass einfach die Abwärtstrades nicht funktionieren, ja, dann ist wahrscheinlich der Markt weiterhin stark. Man wird immer mal wieder ausgestoppt, weil der Markt jede kleine Abwärtskorrektur sofort wieder zurückgekauft wird. Und dann sollte man natürlich mit der Abwärtsseite vorsichtig sein. Also diese Levels hier im Dow Jones auch wichtig. Das ist erstmal so das Bild, was ich hier habe für die kommende Handelswoche, dass wir tendierend laufen können, idealerweise mit einer kleinen Konsolidierung nach unten, um dann eben Kraft zu tanken. Diese Konsolidierung könnte sich ebenfalls seitwärts tendierend auswirken, dass wir gar nicht bis in den 24.440er Bereich laufen, sondern hier vielleicht auf relativ hohem Niveau so ein bisschen uns seitwärts auspendeln, um dann eben Gas zu geben nach oben. Ja, also das ist ebenfalls denkbar, aber auch denkbar, dass wir hier nach dieser langen Reise nach oben dann eben den 24.440er Bereich nochmals nach unten antesten können. Gucken wir uns den Euro an, und der ist ja auch in der vergangenen Handelswoche und auch in den Wochen zuvor dann endlich mal aus dieser großen Seitwärtszone hier oben ausgebrochen. Wir können das nochmal zusammenschieben. Moment, zack. Wir hatten ja hier eben wirklich über Wochen und Monate diese ewige Seitwärtszone, wo ich dann eben meine Positionsgröße prinzipiell auch runtergefahren habe, weil es wirklich hier sehr, sehr schwierig war, trendtendierend zu handeln, und es eben definitiv teilweise eben Seitwärtsstrategien waren, die hier eben zum Erfolg führten. Und jetzt der Ausbruch nach unten dann mal kam aus dieser Seitwärtszone. Der Bruch nach unten erstmal, Moment, das sollte wieder ein Fall werden, erstmal in den 2050er Bereich, dann kam hier schon mal so eine leichte Erholung, und dann ging die Reise nach unten, die entsprechenden Unterstützungsbereiche weiter, und dann hat der Markt jetzt hier erstmal im 1820er Bereich seinen Boden gefunden, ist wieder über 1,19 gestiegen, und dieser Sprung über 1,19 war für mich erstmal interessant, dass man hier durchaus auch erstmal dieses Tief 1820 als Bewegungstief betrachten könnte, denn auch hier, ähnlich wie im DAX, nur auf der umgedrehten Seite, ist der Markt natürlich jetzt schon relativ weit gelaufen. Und eine kleine Erholung,
Klein ist jetzt schon wieder relativ, denn ich denke, dass es durchaus denkbar ist, dass wir diesen Bereich 1,20, 1,20,50 hier schon realistisch nochmal angreifen könnten. Hier so ein entscheidender Bereich kommt, ob der Markt die Kraft hat, zurück in Richtung des 1,22er Niveaus zu laufen oder dann eben sich in diesem Bereich entscheidet, dann die Abwärtsseite erneut erneut aufzunehmen. Somit hier erstmal alles oberhalb von 1,19, vorsichtig in Richtung 1,20, 1,20,50. Sollte der Markt jedoch relativ zügig wieder unter 1,19 abkippen, wäre ich auch hier natürlich relativ zügig dann wieder für die Abwärtsseite. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Aufwärtsseite Richtung 1,20, 1,20,50 nach wie vor trotzdem antizyklisch ist. Also man hier etwas vorsichtiger agieren sollte, bedeutet, dass man teilweise mit kleineren Positionsgrößen arbeitet, beziehungsweise dass man eben auch hier teilweise mit Take-Profits arbeitet, was ich prozyklisch eigentlich so gut wie nie mache. Also wenn ich hier eben antizyklisch zu dieser Abwärtsbewegung, die hier dann eben in den letzten Wochen stattgefunden hat, ja, diese Abwärtsbewegung. Wenn ich eben gegen diese Abwärtsbewegung handle, also antizyklisch, dann arbeite ich eben mit anderen Herangehensweisen als eben die prozyklische Richtung. Wenn der Markt hier entsprechend die Abwärtsseite in irgendeiner Art und Weise wieder aufnimmt, dann kann es eben sein, dass ich dann auch sofort meine Positionsgröße wieder hochfahre, dass ich dem Markt dann Raum lasse. Denn wenn wir erneut unter 1,1820 rutschen sollten, und dafür nehmen wir nochmal die ganzen Pfeile hier raus und schauen uns das eben gerne auch nochmal auf dem Tageschart an, wenn wir hier eben runtergehen, dann ist es relativ zügig denkbar, dass der Bereich 1,1580 erreicht werden könnte. Denn hier kommt erstmal nicht mehr so viel Unterstützungsniveau. Und das kann dann relativ zügig gehen. Das ist jetzt das große Bild, das ist ja der Tageschart. Aber hier sollte man das nicht vergessen, unter 1,19 fängt das dann schon wieder an, abwärts tendierend zu werden. Beziehungsweise wenn wir unter 1,1820 gehen, dann ist es relativ zügig denkbar, dass der Markt in Richtung 1,1518 rutscht. Ja, das wäre dann prozyklisch und das wäre dann auch eine Überlegung, wenn ich hier relativ gut die Abwärtsseite erwischen sollte, dass ich gegebenenfalls auch aus so einem Trade dann meinen Swing Trade mache und wenn der Markt eben relativ zügig ins Plus läuft in einer Position, dass ich dann so eine Position auch gegebenenfalls mal ein paar Tage laufen lasse mit dem Gedanken, dass der Markt nach unten ausbrechen kann, dass der Markt unter 1,1820 pushen könnte und gegebenenfalls sogar hier unten dann so ein bisschen das Momentum zunimmt und hier wirklich der Rutsch, den wir in den letzten Wochen haben, dann eben fortgesetzt wird und der Markt eben entsprechend weiter auf der Abwärtsseite pusht. Und ihr wisst aus den Livestreams, ich habe das Umgedrehte im Dow Jones gemacht. Ich habe hier auch in der vergangenen Handelswoche eben den Breakout nach oben antizipiert, habe den Einstieg hier relativ gut bekommen und konnte dem Markt mehrere hundert Punkte folgen. Das war auch nur eine Daytrading-Idee, die mit lediglich 50 Punkten Risiko gestartet ist. Und ich glaube, es waren am Ende um die 400 Punkte, die ich mitnehmen konnte. Also schön ein Trade mit einem 8:1 Chance-Risiko-Verhältnis. Und so was Ähnliches könnte man dann hier auch produzieren, wenn der Markt eben entsprechend auf der Abwärtsseite hier pusht. Das zum Euro. Schauen wir uns abschließend noch das Gold an. Gold ist ja auch hier erneut noch nicht ausgebrochen aus dieser Seitwärts-Range. Das möchte ich mal kurz nochmal hier auch einzeichnen. Das darf man nicht vergessen. Also Gold in den letzten Wochen prinzipiell, das hat hier vorne schon angefangen, aber hier dann eben auch zwischen den Grenzen 13,57 bis zur Untergrenze 13,05. Permanent seitwärts tendierend. Hoch, runter, auch in dieser Seitwärtszone hatten sich dann nochmal kleinere Seitwärtszonen ergeben. Das führte in Gänze dazu, dass prinzipiell dieser 13,35er Bereich hier so ein bisschen die Mitte darstellte, beziehungsweise eigentlich der kriegsentscheidende Bereich. Alles darunter war abwärts tendierend, alles darüber war aufwärts tendierend. Nun ist der Markt exakt hier wieder in diesem 13,05er Bereich zum Stehen gekommen, hat sich jetzt gerade in den 13,20er Bereich hier erholt und war jetzt hier kurzfristig erstmal wieder auf der Abwärtsseite unterwegs. Das schauen wir uns hier mal auf dem Stundenchart an, denn wie gesagt, der 13,25er Bereich hier dann eben Widerstand gewesen, dann ist der Markt exakt in das 13,16er Unterstützungsniveau gelaufen und wir sehen hier aus der vergangenen Handelswoche, deswegen hier auch mal der Stundenchart, dass dieser 13,16er Bereich in den letzten Wochen hier wirklich extrem wichtig war. Ja, der Markt zum einen von der Oberseite hier abgeprallt, hoch durchgelaufen, wieder in diesem Bereich abgeprallt auf der Abwärtsseite und gegengelaufen, abgeprallt, gegengelaufen, abgeprallt, gegengelaufen, abgeprallt, gegengelaufen, abgeprallt, gegengelaufen, abgeprallt, durchgegangen, von oben gekommen, abgeprallt, hochgegangen, von oben gekommen und jetzt erstmal kurzfristig abgeprallt. Das bedeutet für mich, für die kommende Handelswoche, dass dieser Bereich 13,16 extremst
interessant ist bzw. interessant bleibt. Und somit würde ich jetzt hier auch erstmal gerade so ein bisschen kurzfristiger gedacht, denn wir sind übergeordnet in einer Seitwärtsphase. Da ist es immer schwierig, wirklich jetzt auch gerade für eine Woche irgendwo einen Blick zu richten. Definitiv kann es auf der Aufwärtsseite Richtung 13,35 wieder gehen, denn es ist eben dieser, ja, diese in Anführungsstrichen Mitte dieser Seitwärtszone. Ich würde jetzt hier erstmal kurzfristiger Natur wirklich schauen, oberhalb des 13,16er Bereiches. Zum einen denkbar, dass wir auf jeden Fall hier die Hochs vom Freitag angreifen, also es erneut in Richtung 13,25 gehen kann. Dann kommt 13,31 bzw. hier oben dann 13,35. Das ist durchaus denkbar. Und wenn wir hier erneut unter diesen Bereich rutschen, also unter 13,16, dann ist es auch schnell wieder denkbar, dass wir relativ zügig Richtung 13,05 laufen. Und hier irgendwann, dann hat der Markt eben auch weiterhin Schwäche. Dann war das wirklich nur noch mal so ein kurzer Ausflug über 13,16. Ich denke, dann ist es sogar denkbar, dass wir hier diesen 13er, den 1300er Bereich auf der Abwärtsseite sehen. Das ist für meine übergeordnete Long-Idee, die ich habe, wo ich auch noch einen Trade übergeordnet mit relativ kleinem Risiko laufen habe, wäre das nicht schön. Denn ich habe hier knapp unter dem 1300er Bereich meinen Stop liegen. Aber nichtsdestotrotz ist einfach aus der Vergangenheit, aus der vergangenen Handelswoche beziehungsweise auch aus den Wochen zuvor einfach dieser 13-16er Bereich immer wichtiger geworden, beziehungsweise ist es hier in der CFD-Indikation mehr der 13-16,60er Bereich. Ist dieser halt interessant als Widerstand und Unterstützung geworden, beziehungsweise ist es nach wie vor und somit hier erstmal denkbar, dass der Markt oberhalb auf der Aufwärtsseite pushen könnte, neue Bewegungshochs ausbaut und auf der Abwärtsseite dann entsprechend, wenn wir doch wieder drunter gehen sollen, eben relativ zügig die Abwärtsseite interessant wird. All dies für die Märkte DAX, DAO, Euro und Gold besprechen wir natürlich in den täglichen Livestreams. DAX Long oder Short am Morgen, US Opening Bell am Nachmittag. Hier immer regelmäßig, also seid hier auch gerne dabei, hört euch das an, stellt Fragen, ganz wichtig, auch wenn ihr weitere Fragen hier zur Trading-Wochenanalyse habt, unten in den Kommentaren, hier auf YouTube, könnt ihr natürlich gerne Fragen stellen. Ihr könnt diese Fragen in den Livestream stellen und natürlich auch Anmerkungen geben und dann können wir jeweils hier über die Märkte, über Trading-Setups, die euch vielleicht kommen, natürlich gerne sprechen. Das ist hier meine Analyse, das ist meine Herangehensweise für die kommende Handelswoche, beziehungsweise erstmal primär Montag, Dienstag, Mittwoch. Mal gucken, wie sich das Ganze hier entwickelt und dann sieht ja auch Tag für Tag die Geschichte des Marktes immer wieder ein Stück weit anders aus und das werten wir natürlich dann täglich auch aus und gucken, wo wir hier entsprechend dann Trades platzieren können. Ich wünsche euch auf jeden Fall für die kommende Handelswoche Good Trades und Mega Trading und wir hören uns dann in den täglichen Livestreams. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.